Was geht's los? Jetzt filmt die Kamera. Jetzt. Wo sind wir? Da, wo viele, viele Trails sind. Drei. Und er da hinten, hat keiner gesehen. Er pinkelt nicht in den Wald. Wir sind heute in Flowtrail in Moosbach, mal nicht in Stromberg, mit unserer lustigen Gruppe von alten Männern, außer mir. Dankeschön. Aber die fahren alle besser als ich, von daher passt das schon. Hat mir entschieden, wer vorfährt? Bis der Akku leer ist. Alex fährt vor. Ne, der Alex macht mir von hinten Druck dann. Danke, gleichfalls. Der Flowtrail Moosbach ist mitten im Unwald und bietet drei Abfahrtsstrecken und ein Uphill-Trail. Die Abfahrten sind vom Schwierigkeitsgrad grün, blau und rot. Ja, ich weiß, klingt erstmal nicht so spannend. Drei Trails und wir haben mit Übernachtung hier geplant. Aber es lohnt sich. Wir fahren zum einen Rollen die grüne Linie. Diese hat fast 2,7 Kilometer an Streckenlänge. Und wie immer, ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich fahre komplett blind vor. Hier links verläuft der Uphill-Trail, falls du dich fragst, warum die Leute da hochschieben bzw. fahren. Ich bin noch nicht so ganz. Die Höhe. Meine Muskeln. Sind nämlich unten im Moosbach und im Hotel gerade angekommen. Und dann erstmal hier schön 3 Kilometer berghoch. Schön, 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 schön. Und Alex war weg. Ist echt schön. Schön gebaut, ja, oder? Ja, richtig gut gebaut. Schön angelegt. Es gibt nur zwei Abschnitte und ich habe gemerkt, dass die Länge des Trails mir doch zu lang ist für meine nicht vorhandene Kondition. Schön ist auch dieser Pumptrack-Abschnitt. Der kam völlig unerwartet. Ich fühle mich auch richtig wohl hier, was dazu führt, dass ich den anderen irgendwie wegfahre. Und bin ich immer der ganz hinten ist. Oh, lang, anstrengend. Ah, richtig cool. Wir wollten das eigentlich zum Einrollen fahren, aber ich war schon so fertig. Ich hätte aufhören können. Ich sehe auch richtig schwarz für unseren Sölden- und Finchgau-Trip in ein paar Wochen. 10 Tage am Stück biken und bin hier schon nach 2 Kilometer Flowtrail komplett kaputt. Hey. Oh, zum Glück ist der Skinny weg. Nach etwas Forstautobahn kommt man zu dem Uphill-Trail. Ist sogar mal richtig gut ausgeschildert. Der Trail schlängelt sich im Grunde so durch den Wald. Es gibt ca. 22 von den weiten Spitzkehren und noch ein paar kleine Features für die Abwechslung. Alex hat das gemacht, ich glaub's einfach nicht. Wow! Das hat ja Überwindung gekostet. Mein Puls ist jetzt bei 180. Einfach durch. Wir sind entspannt hochgefahren und haben gute 5 Minuten gebraucht mit dem richtigen Fahrrad. Ja, Alex fährt. Alex fährt blau. Wir fahren als nächstes den blauen Trail. Dieser hat eine Länge von knapp 2,2 Kilometer und bietet auch schöne Anliege und sehr viele Tables und Doubles, wo man seine Sprungkünste verfeinern kann. Ich komme auf 36 Sprünge, aber keine Garantie, ob ich richtig gezählt habe. Neue Streckenführung gelernt. Tables gehen gut. Good.
In der Zwischenzeit. Schön, richtig schön. Gerade mal so abgebremst bei dem Linken. Ja. Ist richtig schön. Einfach richtig geil. Richtig geil hier. Ich kann es nicht oft genug sagen. Die dritte Abfahrtsstrecke, die rote Linie, hat eine Länge von ca. 1,3 Kilometer. Also die kürzeste. Ist auch etwas rauer als die anderen Lines im oberen Teil. Die Tepels sind alle etwas größer und vor allem im mittleren Abschnitt. Und es kommen größere Doubles. Das Ende führt dann auf die blaue Line zurück und man rollt die letzten Meter dort runter. Okay. Geil, steile Kurve. Und ein Hebel. Ah, den habe ich zu spät gesehen. Oh. Das hier. Okay, nice. Man merkt richtig, wie es von grün-blau zu rot wird. Im Schwierigkeitsgrad. Ah, den kann man schaffen. Ah, kommt her. Oh! Scheiße. Plumps. Plumps. Den habe ich mal komplett übersegelt, überflogen, falsch eingeschätzt, einfach nur verkackt. Hier geht es wieder auf die Strecke und man fährt nach ein paar Metern auf die blaue drauf. Ich finde, das lohnt sich nicht wirklich, weil der Uphill am Ende direkt sehr steil ist. Das kann man sich eigentlich sparen nach der roten. Ähnlich wie in Stromberg, bei No-Jokes am Ende die Drops, die spare ich mir auch. Da ist der Spaß-Hochfahrfaktor nicht gut genug. Okay, ich fahre nochmal blau und ich fahre mal nicht vor. Jetzt einfach noch ein paar Fahrszenen aus unseren anderen Abfahrten. Wir haben an dem Tag 8 Abfahrten in Summe gemacht und waren danach platt. Am Folgetag haben wir nochmal 5 gemacht und dann war wirklich Feierabend. Unser Alpentrip wird auf jeden Fall ein richtig spannend, was die Kondition bei uns angeht. Das wird ein lustiges Abenteuer. Ja, Abenteuer. Ich mag Abenteuer. Das wird richtig toll, richtig klasse und ich hab schon so Bock auf die Schmerzen. Ihr hüpft mit Stöckchen. Du bremst sehr viel. Ich weiß, weil ich Angst habe. Ich bremse, weil ich Angst habe. Finde ich gut. Mache ich eigentlich auch aus dem gleichen Grund. Gang runterschalten. Okay, wegdrücken direkt, direkt wegdrücken. Oh.
25,9 Grad. Ja, interessiert keinen. Ich beende jetzt mein Video. Ja, da sind wir jetzt fertig mit dem Flowtrail in Mosbach. Richtig geil hier, die haben das richtig geil gebaut. Die haben auch den Spagat gefunden zwischen, es kann Anfänger fahren und es können auch Fortgeschrittene oder noch bessere Leute fahren. Jeder hat hier Spaß. Richtig gut geshaped. Hattet ihr alle Spaß da hinten? Ja! Und du, hattest du auch Spaß? Ich habe auch Spaß. Gut, bis zur nächsten Tour.